Kapitel 20. Mein Arm hing aus dem Fenster, mein Kopf lag auf meinem Arm. Wir fuhren, über den langsam die Sonne aufging. Irgendwo hinter Rahnsdorf, und es war das Schönste und Seltsamste, was ich je erlebt habe. Was daran seltsam war, ist schwer zu sagen, denn es war ja nur eine Autofahrt, und ich war schon oft Auto gefahren. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man dabei neben Erwachsenen sitzt, die über Waschbeton und Angela Merkel reden, oder ob sie eben nicht da sitzen und niemand redet. Chick hatte sich auf seiner Seite rasch aus dem Fenster gehängt und steuerte den Wagen mit der rechten Hand eine kleine Anhöhe hinauf. Es war, als ob der Lader von alleine durch die Felder fuhr. Es war ein ganz anderes Fahren, eine andere Welt. Alles war größer, die Farben satter, die Geräusche Dolby Surround. Und ich hätte mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn auf einmal Tony Soprano, ein Dinosaurier oder ein Raumschiff vor uns aufgetaucht wäre. Wir waren auf dem direktesten Weg aus Berlin rausgefahren, den Frühverkehr hinter uns lassend, und steuerten durch die Vororte und über abgelegene Wege und einsame Landstraßen. Wobei sich als erstes bemerkbar machte, dass wir keine Landkarte hatten. Nur ein Straßenplan von Berlin. Landkarten sind für Muschis, sagte Chick. Und da hatte er logisch recht. Aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Rahnsdorf ist, deutete sich da als Problem schon mal an. Wir fuhren deshalb erstmal Richtung Süden. Die Walachei liegt nämlich in Rumänien und Rumänien ist im Süden. Das nächste Problem war, dass wir nicht wussten, wo Süden ist. Schon am Vormittag zogen schwere Gewitterwolken auf und man sah keine Sonne mehr. Draußen waren mindestens 40 Grad. Es war noch heißer und schwüler als am Tag davor. Ich hatte diesen kleinen Kompass am Schlüsselbund, der mal aus einem Kaugummiautomaten gekommen war. Aber in dem Auto zeigte er irgendwie nicht nach Süden. Und auch draußen zeigte er, wohin er wollte. Wir hielten extra an, um das rauszufinden. Und als ich wieder in den Wagen stieg, merkte ich, dass unter meiner Fußmatte etwas lag. Eine Musikkassette. Sie hieß The Solid Gold Reflection von Richard Hardeman. Und es war eigentlich keine Musik, eher so Klaviergeklimper, Mozart. Aber wir hatten ja nichts anderes. Und weil wir auch nicht wussten, was da vielleicht noch drauf war, hörten wir das erstmal. 45 Minuten. Alter Finne. Wobei ich zugeben muss, nachdem wir ausreichend gekotzt hatten über Riesenschar und sein Klavier, hörten wir auch die andere Seite, wo genau das gleiche drauf war. Und es war immer noch nicht besser. Aber im Ernst, ich hab's schon nicht gesagt und ich sag's auch jetzt nicht gern. Aber diese Mollscheiße zog mir komplett den Stecker. Ich musste immer an Tatjana denken und wie sie mich angeguckt hat, als ich ihr die Zeichnung geschenkt hatte. Und dann kachelten wir mit Ballade pour Andeline über die Autobahn. Tatsächlich hatten wir uns irgendwie auf die Autobahnzubringer verirrt. Und Chick, der zwar einigermaßen fahren konnte, aber sowas wie die deutsche Autobahn auch noch nicht erlebt hatte, war wild am Rumkurbeln. Als er sich unten einfädeln sollte, legte er eine Vollbremsung hin, gab wieder Gas, bremste nochmal und eierte im Schritttempo auf die Standspur, bevor er es endlich nach links rüber schaffte. Zum Glück rammte uns niemand. Ich hielt die Füße mit aller Kraft vorn gegengestemmt. Ich dachte, wenn wir jetzt sterben, liegt das eine Riesenschar an seinem Klavier. Aber wir starben nicht. Das Geklimper setzte zu immer neuen Höhenflügen an und wir einigten uns darauf, nach der nächsten Ausfahrt nur noch kleine Straßen und Feldwege zu fahren. Ein Problem war auch, auf der Autobahn war links neben uns ein Mann im schwarzen Mercedes aufgetaucht und hatte zu uns reingeguckt und wie wild Handzeichen gemacht. Er hatte irgendwelche Zahlen mit den Fingern angedeutet und sein Handy hochgehalten und so getan, als ob er sich unser Kennzeichen aufschreiben würde. Mir ging wahnsinnig die Muffe, aber Chick zuckte einfach die Schultern und tat so, als wäre er dem Mann dankbar, dass er uns darauf aufmerksam machte, dass wir noch mit Licht fuhren. Und dann hatten wir ihn im Verkehr verloren. Tatsächlich sah Chick ein bisschen älter aus als 14, aber keinesfalls wie 18. Wobei wir ja auch nicht wussten, wie er in voller Fahrt durch die verschmierte Scheiben aussah. Um das zu testen, machten wir auf einem abgelegenen Feldweg erstmal ein paar Versuche. Ich stellte mich an den Straßenrand und Chick musste 20 Mal an mir vorbeifahren, damit ich gucken konnte, wie er am erwachsensten rüberkam. Er legte beide Schlafsäcke als Kissen auf den Fahrersitz, setzte meine Sonnenbrille wieder auf, schob sie ins Haar, steckte eine Zigarette in seinen Mundwinkel und klebte sich zuletzt ein paar Stücke schwarzes Isolierband ins Gesicht, um einen Kevin Kurani-Bart zu simulieren. Er sah allerdings nicht aus wie Kevin Kurani, sondern wie ein 14-Jähriger, der sich Isolierband ins Gesicht geklebt hat. Am Ende riss er alles wieder runter und pappte sich einen kleinen, quadratischen Klebestreifen unter die Nase. Damit sah er aus wie Hitler, aber das wirkte aus einiger Entfernung tatsächlich am besten. Und weil wir eh in Brandenburg waren, konnte das auch keinen politischen Konflikt geben. Nur das Problem mit der Orientierung blieb. Dresden war mal ausgeschildert. Dresden lag ziemlich sicher im Süden. Und dann nahmen wir erstmal diese Richtung. Aber wenn wir die Wahl hatten zwischen zwei Wegen, fuhren wir nach Möglichkeit den kleineren mit weniger Autos. Und da gab es dann bald immer weniger Wegweiser, und die zeigten immer nur bis zum nächsten Dorf und nicht nach Dresden. Geht es nach Burig Richtung Süden oder nach Freienweg?
Wir warfen eine Münze. Jake fand das mit der Münze toll und sagte, wir fahren jetzt nur noch nach Münze. Kopf für rechts, Zahl für links, und wenn sie auf dem Rand... Die Münze blieb logischerweise nie auf dem Rand liegen und wir kamen überhaupt nicht mehr voran. Deshalb gaben wir das mit der Münze bald wieder auf und fuhren immer rechts, links, rechts, links, was ich vorgeschlagen hatte. Aber das war auch nicht besser. Man sollte meinen, wenn man immer abwechselnd rechts, links fährt, könnte man nicht im Kreis fahren, aber wir schafften es. Als wir zum dritten Mal an einem Wegweiser standen, wo es links nach Markgrafpiekse und rechts nach Spreenhagen ging, kam Chick auf die Idee, nur noch Orte anzustellen, die mit M oder T anfingen. Aber davon gab es eindeutig zu wenige. Ich schlug vor, nur noch Orte mit einer Primzahl als Kilometerstand zu nehmen. Aber bei Bad Freienwalde, 51 Kilometer, bogen wir gleich falsch ab. Und als uns das auffiel, 3x17, Süden ist da, sagte Chick, da ist Osten. Wir stiegen aus und aßen ein paar Schokoladenkekse, die schon zur Hälfte geschmolzen waren. Die Insekten im Maisfeld machten einen ungeheuren Krach. Du weißt schon, dass man mit einer Uhr die Himmelsrichtung bestimmen kann. Chick nahm seine Uhr ab. Ein altes russisches Modell, noch zum Aufziehen. Er hielt sie zwischen uns hin und ich wusste nicht, wie das gehen sollte. Und er wusste es auch nicht. Man musste wohl irgendwie einen Zeiger auf die Sonne richten und dann zeigte der andere nach Norden oder so. Aber um kurz vor 11 zeigten beide Zeiger auf die Sonne. Da war es schon mal eindeutig nicht Norden. Vielleicht zeigt er auch nach Süden, sagte Chick. Um 11:30 ist Süden dann da? Oder es ist wegen Sommerzeit. Im Sommer funktioniert es nicht. Ich drehe mal eine Stunde zurück. Und was soll das ändern? In einer Stunde wandert der Zeiger einmal rum. Die Himmelsrichtung dreht sich doch nicht dauernd. Aber wenn der Kompass sich dreht, vielleicht ist es ein Kreiselkompass. Ein Kreiselkompass? Hast du noch nie von einem Kreiselkompass gehört? Ein Kreiselkompass hat aber nichts mit Kreisen zu tun. Der kreiselt nicht, sagte ich. Der hat was mit Alkohol zu tun. Da ist Alkohol drin. Du verarschst mich. Das weiß ich aus einem Buch, wo die auf dem Schiff kentern. Und dann bricht ein Matrose den Kompass auf, weil er Alkoholiker ist, woraufhin sie komplett die Orientierung verlieren. Hört sich nicht gerade wie ein Fachbuch an. Stimmt aber. Das Buch hieß, glaube ich, Der Seebär oder Der Seewolf. Du meinst Steppenwolf. Da geht es auch um Drogen. Sowas liest mein Bruder. Steppenwolf ist zufällig eine Band, sagte ich. Also ich würde sagen, wenn wir nicht genau wissen, wo Süden ist, fahren wir einfach. Wir waren jetzt irgendwo, wo es nicht mal mehr Häuser am Horizont gab. Auf einem Feld lagen Kürbisse, so groß wie Medizinbälle.